Tagesordnungspunkt 4. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein hessisches Transparenzgesetz. Berichterstatter Herr Abg. Frömmrich zu den Drucksachen 19/3141 und 19/2341. Das Wort hat der Herr Abg. Frömmrich. Moment, dauert noch, der muss auch suchen. Ja, kein Problem. Mit Digitalisierung das nicht passiert. Ich habe hier was, komm. Ist nicht so viel. Entschuldigung. Kein Problem. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und DIE LINKE bei Enthaltung der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich eröffne die Debatte und gebe das Wort Herrn Abg. Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mit einem Zitat beginnen. In Hessen wurde leider zu viel Zeit vertan, ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz vorzulegen. Es ist ein Zitat aus dem Juni 2009 des Abgeordneten BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Jürgen Frömmrich. Meine Damen und Herren, was damals richtig war, kann ja heute nicht falsch sein. Und deswegen nach weiteren fast 7 Jahren ist Hessen immer noch das Tal der Ahnungslosen. Der verehrte Wirtschaftsminister hat vorhin gesagt, Hessen war mal im Datenschutz führend, richtig, das erste Datenschutzgesetz in der Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, was ist aber davon geblieben, von dieser Tradition? Wenig. Hessen knüpft eben nicht an diese Tradition des Fortschrittes, der Freiheitlichkeit an. Und deswegen, meine Damen und Herren, weil in den letzten 7 Jahren nichts passiert ist, hat die SPD-Landtagsfraktion im September 2015 einen Gesetzentwurf hier in den Landtag eingebracht. Damit soll das dringend notwendige, bessere Informationszugang der hessischen Bevölkerung gewährleistet werden, damit sich die Bürgerinnen und Bürger zügig und ohne Blockade über die Inhalte von Akten der öffentlichen Verwaltungen informieren können. Wir finden, das ist im Jahre 2016 ein angemessener Anspruch, und dies wollen wir auch gesetzlich geregelt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf Bundesebene in 11 Bundesländern gibt es Transparenz-, Informationsfreiheits-, Zugangsgesetze, lediglich Hessen Tal der Ahnungslosen. Meine Damen und Herren, die vor wenigen Wochen durchgeführte Anhörung im Innenausschuss hat deutlich gemacht, dass es sich bei dem vorgelegten Gesetzentwurf um einen guten Kompromiss zwischen der Informationsfreiheit für Bürgerinnen und Bürger einerseits und den Interessen der öffentlichen Hand andererseits der öffentlichen Verwaltung handelt. Unser Gesetzentwurf gewährt grundsätzlich jedem einen Informationsanspruch gegenüber öffentlichen Stellen und öffentlichen Verwaltungen. Bürgerinnen und Bürger sollen und müssen einen umfangreichen Einblick in staatliches Handeln entfalten können. Ein umfassendes Informationsrecht stützt die demokratische Meinungs- und Willensbildung und fördert die bürgerschaftliche Teilhabe. Wir finden das auch ein Instrument gegen Verschwörungstheorien, dass etwa Verwaltungen und Kommunen etwas zu verbergen haben oder Stellen des Landes. Deswegen auch das der richtige Ansatz, meine Damen und Herren. Wir wollen einen wichtigen Schritt in Richtung Transparenz und Demokratiestärkung gehen. Dies ist in Hessen längst überfällig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch der hessische Datenschutzbeauftragte hat in der Anhörung deutlich gemacht, er hält eine gesetzliche Regelung in Hessen, insbesondere aufgrund europäischer Vorgaben, für notwendig. Es war eine eindeutige Aussage. Nach dem Gesetzentwurf, wie wir ihn vorgelegt haben, soll der hessische Datenschutzbeauftragte auch die Funktion des Beauftragten für Informationsfreiheit übernehmen. Datenschutz und das Recht auf Informationsfreiheit stehen ja oft in einem Spannungsverhältnis. Das, glaube ich, können wir konstatieren. Dafür, dass der hessische Datenschutzbeauftragte in Personalunion dies wahrnehmen soll, kann es zu einem sachgerechten Interessenausgleich kommen, und man kann auch bestehende Synergieeffekte sinnvoll nutzen. Deswegen ist es auch wichtig, bei Ablehnung eines Antrags auf Akteneinsicht kann der Beauftragte für Informationsfreiheit angerufen werden. Der hessische Datenschutzbeauftragte wird vom Landtag gewählt, all den neutrale, glaube ich, über alle Parteigrenzen hinweg anerkannte Institution. Und deswegen ist er genau der Richtige für die Wahrnehmung einer solchen Funktion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit gewährleisten wir die Neutralität. Das hat sich ja in dem bisherigen Verfahren beim Datenschutzbeauftragten auch bewiesen. Und
Er hat gesagt, er kann das mit den personellen Ressourcen, die seine Behörde hat, auch leisten. Und damit dem Argument zu kommen, das würde mehr Kosten verursachen, entgegengetreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich wird die schwarz-grüne Koalition, der Innenminister wird jetzt wieder kommen, Bürokratiemonster, wie es Herr Beuth mal in einer anderen Funktion vor ein paar Jahren auch schon gesagt hat. Natürlich sagen die kommunalen Spitzenverbände, das sei der Form nicht nötig. Aber sie machen ja sonst auch nicht alles, was die kommunalen Spitzenverbände machen. Also insofern ist dieses Argument, jetzt passt sie mal gerade, auch kein so zukräftiges und schlüssiges Argument. Und Erfahrungen übrigens aus anderen Bundesländern belegen sehr deutlich, Verwaltungen werden eben nicht zusammenbrechen, wenn einzelne Bürger Akteneinsicht nehmen wollen, in Bebauungspläne und anderes gucken. Und deswegen Argumente, die Verwaltungen würden lahmgelegt, die sind scheinheilig, sie sind falsch und widersprechen der praktischen Lebenserfahrung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir fordern Schwarz-Grün auf, die Blockadehaltung gegen ein modernes Transparenzgesetz endlich aufzugeben. Hessen ist bei diesem Thema Schlusslicht. Wir wollen ein modernes Transparenzgesetz auf den Weg bringen. Wer übrigens den mündigen Bürger postuliert in Sonntagsreden, muss ihn am Montag auch die Möglichkeit geben, in staatliches Handeln Einblick nehmen zu können. Dies wird mit dem vorgelegten Gesetzentwurf möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der von allen auch zur damaligen Zeit und ich denke auch heute noch geschätzte damalige hessische Datenschutzbeauftragter Prof. Semitis hat aus einer Anhörung des Innenausschusses in Hessen in 2007 Folgendes gesagt. Datenschutz und Informationsfreiheit hängen untrennbar miteinander zusammen. Der Datenschutz garantiert die Integrität des Einzelnen und des Bürgers. Die Informationsfreiheit garantiert seine Partizipationsmöglichkeiten. Beides zusammen sind Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft. Beides muss zusammengesehen werden, und beides muss auch zusammen geregelt werden. Das war in 2007 richtig. In 2016 ist es noch richtiger geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, ja, es besteht Handlungsbedarf. Jetzt kommen wieder von Schwarz-Grün die Plattitüden. Gründlichkeit vor Schnelligkeit, wir müssen prüfen, wir müssen in andere Bundesländer schauen, wie sich das auswirkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Argumente, Herr Beuth, hören wir doch von der CDU seit Jahrzehnten gewissermaßen. Nein, wir leben im Jahr 2016. Wo ist denn der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Koalition? Wenn Sie dieses Thema ernst nehmen, dann tragen Sie diesen Gesetzentwurf in das Plenum. Das machen Sie nicht. Und deswegen sparen Sie sich an dieser Stelle Krokodilstränen. Wenn Sie diesen Gesetzentwurf heute ablehnen, ist es ein klares Signal. Sie wollen eben nicht, dass Bürgerinnen und Bürger Einsicht nehmen können in staatliches Handeln und Verwaltungsabläufe. Sie wollen eben nicht den mündigen Bürger und schieben Sie nicht irgendwelche Argumente vor, evaluieren, prüfen Erfahrungswerte aus anderen Ländern. Das ist alles geprüft. Rheinland-Pfalz geht sogar noch einen Schritt weiter mit der Internetpräsenz und anderen Möglichkeiten. Da haben wir gesagt, warten wir mal die Erfahrung ab. Das macht Sinn. Aber wir wollen ein eigenes Transparenzgesetz, den Zugang der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Und wenn Sie das heute ablehnen, was Sie ja mit der Beschlussempfehlung ja schon getan habe, dann ist es ein fatales Signal. Auch da Hessen hinten. Es ist das falsche Signal. Und deswegen ist es und bleibt es ein guter Gesetzentwurf. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ohne Informationsfreiheit droht Demokratie zur leeren Worthülse zu verkommen. Und damit sind wir nach dem vorherigen Tagesordnungspunkt wieder in den Tiefen der hessischen Landespolitik angelangt. Demokratie lebt davon, dass informierte Bürgerinnen ihre Meinung artikulieren und sich einmischen. Ich will ganz deutlich sagen, das wollen wir, und das wollen wir nicht nur einmal am Wahltag, sondern das wollen wir immer, wenn Bürgerinnen sich für ihre Interessen einsetzen, und dazu gehört gute und faktenreiche Information. Dazu gehören auch solche Informationen, die bisher nur in Akten der öffentlichen Hände zu finden sind.
Sie wissen doch alle, eine ohne die notwendige Information, also Faktenwissen vorgetragene Meinung, wird sich nur schlecht durchsetzen. Auch dort gebe ich dem Vorredner ausdrücklich recht. Das fördert bestenfalls Verschwörungstheorien. Das wollen wir nicht. Wir wollen gut informierte, mit Faktenwissen ausgestattete Bürgerinnen und Bürger. Und das sieht der Gesetzentwurf der SPD durchaus vor. Deswegen werden wir ihm auch nachher zustimmen. Und, meine Damen und Herren von den GRÜNEN und der CDU, nicht nur ich, sondern auch andere viel berufenere, unter anderem unser hessischer Datenschutzbeauftragter, Herr Prof. Runellenwitsch, hat Ihnen ganz klipp und klar gesagt, Sie werden diese Haltung nicht länger durchhalten können. EU-Recht erfordert ein Informationsfreiheitsgesetz. Sie legen es nicht vor. Wenn hier eines da ist, lehnen Sie es ab. Das ist eine Haltung, die EU-Recht zuwiderläuft. Meine Damen und Herren, Demokratie verlangt im Kern Transparenz. Alles Geheime ist vom Grundsatz her demokratiewidrig und fördert durchaus auch Korruption. Das beste Mittel dagegen ist Öffentlichkeit. Demokratie erfordert umfassende Transparenz. Wir brauchen keine Ämter, wie die wie ein Geheimdienst geführt werden. Wir brauchen überhaupt keine Geheimdienste, auch an dieser Stelle noch einmal gesagt. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen auch keine weitergehende Überwachung und Kontrolle der Bürgerinnen, sondern wir brauchen Bürgerinnen, die Verwaltungshandeln kontrollieren und notfalls auch korrigieren können. Dazu dient ein Transparenzgesetz. Ein gutes Transparenzgesetz bringt denjenigen Vorteile, die direkt oder indirekt von Vorgängen und Entscheidungen der öffentlichen Hand betroffen sind. Also alle Menschen in diesem Land. Für den Bürger entsteht der größte Mehrwert durch die gesteigerte Transparenz und das Gefühl, nicht ein ohnmächtiges Verwaltungsobjekt zu sein, sondern auf Grundlage akkurater Informationen aktiv teilhaben zu können. Und, meine Damen und Herren, auch das will ich ausdrücklich erwähnen. Es profitieren auch Journalisten. Deren Aufgabe ist es ja gerade, Informationen zu sammeln, um die Bürgerinnen zu informieren. Auch dadurch tragen die Medien, für die sie arbeiten, zur Meinungsbildung und zur Kontrolle des Staates bei. In den USA hat der Freedom of Information Act die journalistische Recherchekultur kräftig unterstützt. Auch das wünschen wir uns hier für Hessen. Nun wird immer wieder behauptet, und ich bin mir sicher, dass wir dieses Argument in der nächsten halben Stunde auch hier noch hören werden, Informationsfreiheitsgesetze bedeuteten eine unzumutbare Belastung für die Verwaltung. Also zum einen, alle Bundesländer, die vergleichbare Gesetze eingeführt haben, bezeugen genau das Gegenteil. Es ist keine Verwaltungsstruktur zusammengebrochen, bloß weil wir Informationsfreiheit ins Gesetz geschrieben haben. Aber nehmen wir doch einmal an, es wäre so, dass die Verwaltungen belastet werden und wir dort Stellen schaffen müssten, damit die Informationsfreiheit gewährleistet ist. Ja, meine Damen und Herren, Demokratie kostet Geld, und wir setzen uns dafür ein, dass wir dieses Geld auch ausgeben, um gut informierte Bürgerinnen zu haben. Das muss es uns wert sein. Informationsfreiheitsgesetze, und das ist jetzt eher ein kleiner, feiner Unterschied, basieren immer noch auf dem Prinzip, dass Menschen an Behörden herantreten und etwas erfragen, einen Antrag stellen. Das ist im Zweifelsfall langwierig, häufig auch noch mit Gebühren verbunden. Ein Transparenzgesetz kehrt dieses Prinzip um. Behörden müssen proaktiv Informationen von A wie Aktenpläne bis Z wie Zuwendungsbescheide in einem Register veröffentlichen. In diesem Sinne hätten wir uns auch noch einen etwas mutigeren Gesetzentwurf gewünscht.
Wir hätten uns z. B. Hamburg als Vorbild nehmen können. Trotzdem, der Gesetzentwurf, wie er vorliegt, geht eindeutig in die richtige Richtung. Er findet unsere Zustimmung, verbunden mit der Aufforderung an Regierung und Regierungsfraktionen, endlich aktiv zu werden, damit wir hier möglichst bald einen Gesetzentwurf behandeln können, der dann auch eine Mehrheit in diesem Haus findet. Ich bedanke mich. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Bauer, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem wir nun die öffentliche Anhörung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion am 21. Januar absolviert haben, ist festzustellen, dass sich unsere kritische bis ablehnende Haltung bestätigt hat und sich an den Argumenten auch nichts geändert hat. Die Ausführungen der Kommunalen Spitzenverbände haben uns darin auch noch bestärkt. Man darf das nicht einfach so beiseite wischen, was die Kolleginnen und Kollegen dort vorgetragen haben. Wir sind auch der Auffassung, dass es bereits bestehende Rechte gibt für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, sich über die Arbeit der Verwaltung zu informieren. Es spricht doch für sich, wenn der Hessische Landkreistag berichtet, dass ihm, Zitat, kein hessischer Fall bekannt sei, in dem sich vor Ort Streitigkeiten über die Frage der Gewährung bzw. Verwehrung eines Akteneinsichtsrechts aufgetreten wären. Zitat Ende. Der Städtetag hat klargemacht, dass es bei seinen Mitgliedern gängige Praxis sei, Zitat, für die Öffentlichkeit relevante Informationen in der Regel ohne ausdrückliche Aufforderung zu liefern. Zitat Ende. Diese Erfahrungen sprechen nicht für einen Regelungsbedarf, wie ihn beispielsweise der SPD-Gesetzentwurf vorsieht. Meine Damen und Herren. Wir stellen fest, dass in den hessischen Kommunen sowohl in der Entscheidungsfindung wie auch in der Ausführung der betroffenen Beschlüsse Transparenz herrscht. Die Gremien tagen grundsätzlich öffentlich. Bürgern, die ein tatsächliches Interesse daran haben, entsprechende Verwaltungsunterlagen einzusehen, kann das jetzt schon gewährt werden. Wir haben durchaus Möglichkeiten im Rahmen von Datenschutzgesetzen, Pressegesetzen und auch das Umweltgesetzbuch gibt entsprechende Möglichkeiten, sich zu informieren. Weitergehende Regelungen und Rechte, die wir auch mit Abgleich mit praktikablen Lösungen anderer Bundesländer zunächst einmal auswerten wollen, sind durchaus denkbar. Aber man muss, wie gesagt, ein richtiges, ein gutes Gesetz vorlegen. Und wir sind der Meinung, dass die SPD das nicht getan hat, meine Damen und Herren. Es muss, und das ist unsere Überzeugung, für alle Beteiligten praktikable und ausgewogene Lösungen geben. Wir haben in der Anhörung gut zugehört, und die Spitzenverbände haben dies auch nachdrücklich vorgetragen. Es gibt einen erhöhten Arbeitsaufwand in der Verwaltung vor Ort, und der darf nicht ausgeblendet werden. Der Hessische Landkreistag hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man auch darauf achten muss, dass bei der Gebührenbemessung man entweder eine Kostenunterdeckung in Kauf nimmt oder aber die Gebühren teilweise so gestaltet, dass der Antragsteller von der Höhe auch abgehalten wird. Beides wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Auch hier braucht man eine ausgewogene und sachgerechte Lösung, um dieses Problem zu lösen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass andere Bundesländer, die ein solches Gesetz eingeführt haben, in der Regel keine große Nachfrage feststellen konnten. Die gleichwohl gemachten Erfahrungen dieser Länder wollen wir auswerten und wollen auch Fehler, die dort gemacht worden sind, vermeiden. Ich betone noch einmal, auch wir als CDU wollen Offenheit und Transparenz in der Verwaltung. Das ist keine Frage. Aber wir bezweifeln sehr stark, dass hierfür ein, Zitat, ein allgemeines und umfassendes Recht auf Informationszugang, Zitat Ende, so der Gesetzesantrag der SPD, nötig ist. Der vorliegende Gesetzentwurf, und ich beziehe mich auf den vorliegenden Gesetzentwurf, ist, so sagen es auch viele Sachverständige in der Anhörung, nicht ausgereift und wird deshalb von uns abgelehnt. Wir wollen, und das ist ein Akzent, der bisher zu kurz kam in der Debatte, den Schutz von personenbezogenen Daten, den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ebenso wie schutzwürdige Interessen des Staates nicht beeinträchtigen. Und deshalb sind zwar auf der einen Seite Offenheit und Transparenz wichtige Ziele der Verwaltung, aber die genannten Schutzbedürfnisse sind ebenso wichtig und entsprechend auch abzuwägen. Meine Damen und Herren, der Schutz von persönlichen Daten, die ein Antragsteller der Behörden übermittelt, muss ebenfalls sichergestellt sein. Wir wollen deshalb in der nächsten Zeit Chancen und Risiken eines Transparenzgesetzes genau abwägen. Und in der Tat ist es notwendig, dass wir aufgrund von europäischen Vorgaben hier zu einer Regelung kommen. Und es ist durchaus auch denkbar, dass der Datenschutzbeauftragte hier eine herausgehobene Rolle einnimmt. Aber wir legen größten Wert darauf, dass wir die entsprechenden Vor- und Nachteile und Chancen und Risiken sachgerecht abwägen und auch entsprechend bewerten. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein gutes Gesetz, und wir werden ein gutes Gesetz vorlegen. Wir sind für mindestens fünf Jahre gewählt und haben noch nicht einmal die Halbzeit erreicht.
Gedulden Sie sich noch einen Moment. Wir werden, wie gesagt, das Aufgabenproblem, das vor uns liegt, gut lösen und einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen. Aber den Gesetzentwurf, der jetzt heute hier zur Debatte steht, können wir beim besten Willen nicht mittragen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Abg. Goldbach, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Herren, liebe Frauen! Ich beginne auch einmal mit einem Zitat von Herrn Prof. Dr. Ronellen Fitsch. Er sagte bei der Anhörung, ein Transparenzgesetz oder Informationsfreiheitsgesetz ist nicht zu vermeiden. Ich glaube, das genau ist der Punkt. Wir haben da europäische Vorgaben. Der Europarat arbeitet gerade an der Verabschiedung einer bindenden Konvention über den Zugang zu Dokumenten der öffentlichen Verwaltung. Wir werden das hier in Hessen natürlich auch machen. Informationsfreiheit oder Informationszugangsfreiheit ist ein Bürgerrecht. Ich glaube, das ist uns auch allen klar. Die Einsicht in öffentliche Dokumente und Akten liegen zwei Prinzipien zugrunde. Ich glaube, auch darüber herrscht hier eigentlich Einigkeit, nämlich einmal das Öffentlichkeitsprinzip. Also die Verwaltungen sollen möglichst vieles offenlegen, transparent machen für die Bürger. Und das andere ist, die Bürger haben ein Recht darauf, in die Verwaltung hineinzublicken, in Akten und Vorgänge hineinzuschauen, die für sie interessant sind. Bei all dem muss immer der Datenschutz gewährt sein. Auch das ist klar. Ich möchte noch einmal einen Satz von Herrn Prof. Dr. Ronellen Fitsch zitieren. Dass nämlich der Name Transparenzgesetz davon ausgeht, Verwaltungen seien grundsätzlich erst einmal intransparent. Ich finde, da hat er recht. Das ist nicht nur falsch, sondern befördert bestehende Vorurteile gegenüber Verwaltungen und nützt der Entwicklung einer echten Informationsfreiheit im beschriebenen Sinne gar nichts. Ein Informationsfreiheitsgesetz muss eben im Einvernehmen zwischen Behörden, Verwaltungen und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet werden. Wir können doch auch davon ausgehen, dass Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst einmal gar nichts zu verbergen haben. Wozu auch? Eine Verwaltung ist für die Bürgerinnen und Bürger da und handelt erst einmal im Gemeinwohl. Ich denke, auch wenn wir uns die Adressaten anschauen, Bürgerinitiativen können bessere, fundiertere Informationen erhalten für ihre Arbeit. Für Wirtschaftsunternehmen ist es unerlässlich, dass sie Informationen erhalten über Standortausbau, Produktentwicklung, weitere Baugebiete, ganz viele Aspekte, die für ihre Entscheidung im Wirtschaftsunternehmen ganz wichtig sind. Und die Gesellschaft letztlich hat auch einen großen Nutzen davon, nämlich dass Steuergelder effektiv verwendet werden. Zur Anhörung im Innenausschuss. Da habe ich ein paar andere Sachen mehr notiert, aber es liegt bei Ihnen dann mal abzuwägen, was wirklich das Fazit der Stellungnahmen der Anzuhörenden war. Der Entwurf bleibe auf halber Strecke stehen. Das war der Verein Demokratie, Mehr Demokratie e.V. Er erfülle in zentralen Punkten nicht die Erfordernisse eines zeitgemäßen Transparenzgesetzes, Transparency International. Die Verfahren der individuellen Antragstellung seien in einigen Punkten wenig bürgerinnenfreundlich, auch Transparency. Der Entwurf ist in einigen Teilen unsauber, Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit. Das, finde ich, zeigt uns eines, der Entwurf der SPD ist mit der heißen Nadel gestrickt. Herr Rudolph, wenn Sie das Prinzip verfolgen, Schnelligkeit vor Gründlichkeit, bitte sehr, wir machen es weiterhin andersherum. Ich glaube, dieser Gesetzentwurf dient nicht dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger auf Informationsfreiheit. Wir sind ja hier nicht in einem Wettstreit darum, wer den schwarz-grünen Koalitionsvertrag schneller umsetzt. Wir haben klar festgeschrieben in unserem Koalitionsvertrag, wir wollen Verwaltungshandeln offen und transparent gestalten. Deswegen werden wir einen guten Gesetzentwurf, ein gutes Gesetz gemeinsam ausarbeiten. Und das findet auch schon statt. Derzeit werden im Innenministerium die Informationsfreiheitsgesetze aus anderen Gesetzen betrachtet, evaluiert, und wir arbeiten an einem guten Gesetzentwurf. Sie sehen, Herr Rudolph, jetzt habe ich Sie auch gesehen, von einer Blockadehaltung kann hier überhaupt keine Rede sein. Fazit: Der vorliegende Gesetzentwurf hat ein paar gute Ansätze. Die Intention ist sicherlich richtig.
Aber wie von den Anzuhörenden detailliert dargestellt, muss ein Informationsfreiheitsgesetz für Hessen besser sein, damit es dem Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger genügt und praktikabel für die Verwaltung ist. Wirtschaftsminister Al-Wazir hat vorhin auch noch einmal erläutert, dass ein wesentlicher Bestandteil dieser Informationsfreiheit auch ist, dass wir die Digitalisierung in den Verwaltungen vorantreiben. Das tun wir auch. Das alles zusammen wird dann ein sehr gutes Paket ergeben. Wir werden einen guten Gesetzentwurf vorlegen, der den gegebenen Anforderungen genügt. Den Antrag der SPD werden wir ablehnen. Aber ich muss sagen, die Ergebnisse der Anhörung sind für uns sehr wertvoll für unsere weiteren Beratungen. Und ich hoffe sehr, dass wir im Innenausschuss gemeinsam an einem guten Gesetzentwurf, den wir einbringen werden, arbeiten werden. Danke sehr. Das Wort hat der Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir brauchen kein unnötiges Aufblähen der Verwaltung. Wir haben bereits heute in unseren Spezialgesetzen hinreichende Akteneinsichtsrechte. Ich nenne das Datenschutzgesetz, ich nenne das Pressegesetz, ich nenne das Verwaltungsverfahrensgesetz, ich nenne das Umweltgesetzbuch. All diese Gesetze bieten bereits heute für diejenigen, die tatsächlich ein Interesse haben, für diejenigen, die es tatsächlich angeht, die Möglichkeiten, Verwaltungshandeln Einblick zu nehmen. Ich und wir denken insofern, dass das hinreichend ist. Und weiter, wir sind nach wie vor der Auffassung, dass es ein überflüssiges Schnüffelgesetz ist. Deswegen werden wir den Gesetzentwürfen auch nicht zustimmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Haltung der einen Regierungspartei, der CDU-Fraktion. Ich nehme jedenfalls an, dass das nach wie vor gilt für die CDU, was Herr Kollege Beuth hier von diesem Pult aus am 23. März 2000 vorgetragen hat. Insofern ist auch das, was der Kollege Bauer heute gesagt hat, ja durchaus in der Tradition der Position des Kollegen Beuth. Ob das denn falsch ist, Herr Kollege Rudolph, da müssen wir uns in der Tat weiter darüber unterhalten. Es gibt eben zwei Seiten der Medaille. Das muss man durchaus zur Kenntnis nehmen. Und wir haben das in der Vergangenheit hier auch schon diskutiert. Um bei den für den Bürger wesentlichen, weil interessanten Informationen Transparenz zu schaffen, bedarf es möglicherweise eines neuen Gesetzes oder aber auch keines, da wir sowohl im Bundesrecht wie auch im Landesrecht bereits einiges an Vorschriften haben zum rechtmäßigen Verwaltungshandeln. Und genau darauf hat der damalige Abgeordnetenkollege, Abgeordnetenkollege ist er heute noch, aber zusätzlich auch noch Innenminister Beuth damals ja richtig hingewiesen. Auf der anderen Seite muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, und das haben wir auch seinerzeit schon zwischen CDU und FDP diskutiert, dass ein solches Gesetz natürlich eine zentrale Anspruchsgrundlage bieten würde und dass alleine schon die Tatsache des Vorhandenseins eines solchen Gesetzes dazu führen könnte, dass es mehr Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung, mehr Transparenz und mehr Interaktion gibt. Aus diesem Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir in unserem Wahlprogramm zur letzten Landtagswahl einen Prüfauftrag bezüglich der Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes aufgenommen mit der Formulierung, hessische Bürger müssen jederzeit Zugang zu Informationen der Behörden haben. Dabei hat nicht der Bürger seinen Anspruch zu begründen, sondern die Behörden eine eventuelle Verweigerung. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das Land Hessen ein Informationsfreiheitsgesetz prüft. Erfreulicherweise, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat die schwarz-grüne Koalition ja wenigstens diese Formulierung aus dem Wahlprogramm der Freien Demokraten in ihre Koalitionsvereinbarung sinngemäß aufgenommen. Das ist ja schon einmal etwas Erfreuliches. Wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass zwischenzeitlich 11 Bundesländer über entsprechende Gesetze verfügen, dann muss man sich das schon einmal anschauen, ob es nicht sinnvoll ist, so etwas auch in Hessen zu machen. Und muss das prüfen und es, wenn, dann halt auch richtig machen, Herr Kollege Rudolph. Und ob Sie es richtig gemacht haben, da war die Anhörung in der Tat sehr interessant. Die hat sehr unterschiedliche
Positionen ergeben. Ich fand das nun interessant, was meine Vorredner aus der Koalition hier zitiert haben. Da gab es den Kollegen Bauer, der stützte sich auf die Stellungnahme insbesondere der Kommunalverbände, ich glaube auch des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, der nun sehr klar erklärt hat und gewarnt hat vor einer Mehrbelastung für die Kommunen, die mit einem solchen Gesetz verbunden sein könnte. Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat auf die personelle und finanzielle Mehrbelastung der Verwaltung hingewiesen, die er befürchtet. Meine Damen und Herren, aus Sicht der Kommunen also ist der Gesetzentwurf der SPD, den seinerzeit die GRÜNEN ja auch mitgetragen haben, offensichtlich zu weitgehend. Also für die Kommunen, aus Sicht der Kommunen bringt es Beeinträchtigungen. Da ist das dann nicht so hilfreich. Auf der anderen Seite hat dann davon hat Frau Kollegin Goldbach natürlich nichts gesagt. Sie hat etwas anderes zitiert. Sie hat zitiert das, was z. B. Transparency International aufgewiesen hat. Ich will das noch einmal wiederholen. Dort heißt es in der Stellungnahme, die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen reichen unseres Erachtens zur Erfüllung dieses Zweckes nicht aus und erfüllen an einigen zentralen Punkten nicht die Erfordernisse eines zeitgemäßen Transparenzgesetzes. Man wird verweist auf das Gesetz in Hamburg und weist außerdem darauf hin, dass das Verfahren der individuellen Antragstellung, wie es in dem Gesetzentwurf jetzt der SPD, ansonsten im Gesetzentwurf von SPD und GRÜNEN, der ja mehr oder weniger identisch war, vorgesehen ist. Das hält man für zu wenig, für zu kurz gesprungen. Also was denn nun? Ist es zu kurz gesprungen, wie die GRÜNEN meinen, oder geht es zu weit, wie die Union hier meint? Meine Damen und Herren, wir als Freie Demokraten sind der Auffassung, wenn man so ein Gesetz macht, dann muss man es richtig machen, damit kein Unsinn passiert. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist doch relativ einfach. Was kommt und wann kommt es? Und die Frage richtet sich insbesondere an die Koalition. Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Sie verweisen immer darauf, dass Sie in Ihrem Koalitionsvertrag entsprechend der Forderung der Freien Demokraten vereinbart haben, auszuwerten und zu prüfen, wie ein neues Gesetz sein soll. Dann haben wir gehört, wie Frau Goldbach hier gesprochen hat, der es nicht weit genug geht, wie Herr Bauer hier gesprochen hat, dem es alles viel zu weit geht. Irgendwie scheint mir das alles ein bisschen unvereinbar zu sein, was hier von GRÜNEN und CDU-Vertretern gesagt wird. Da will ich dann doch noch einmal den Innenminister, der ja wahrscheinlich nachher sprechen wird, zitieren. Da kann er mir einmal erklären, ob das noch gilt, was er am 2. März 2010 in der Debatte hier gesagt hat. Dort hieß es wörtlich, nach unserer Auffassung verfolgen Sie, gerichtet an SPD und GRÜNE, verfolgen Sie dabei ein falsches Staats- und Verwaltungsverständnis, das grundsätzlich von einem Misstrauen geprägt ist. Deshalb sind Sie der Auffassung, dass Sie durch ein Gesetz einen Informationsanspruch einführen müssen. Und dann weiter. Es ist doch nicht klug, wenn wir den sogenannten Amtsverschwiegenheitsgrundsatz, den es in unserer Verwaltung gibt, auflösen oder aushöhlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was gilt denn nun? Haben Sie in der Tat nur weiße Salbe in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben, oder gilt das, was die GRÜNEN hier vortragen, was Frau Kollegin Goldbach hier als Forderungen formuliert, oder gilt das, was der Innenminister in seiner Vergangenheit hier immer deutlich formuliert hat und wo ich den Eindruck nach dem Redebeitrag des Kollegen Bauer haben musste? Das gilt nach wie vor. Das ist nach wie vor die Position der CDU. Sie müssen nicht glauben, dass Sie uns die nächsten drei Jahre hier hinhalten können, um damit irgendeinem Minimalgesetz eine Lösung vorzugaukeln. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort Frau Kollegin Goldbach. Verehrter Herr Kollege Greilich, ich bitte doch darum, wenn Sie mich zitieren, exakt zu zitieren, denn ich habe wiederum zitiert, also ich habe quasi zurückzitiert, nachdem der Herr Rudolph zitiert hatte. Er zitierte nämlich einige der Anzuhörenden. Ich habe andere Zitate der Anzuhörenden hier vorzutragen. Das waren Zitate der Anzuhörenden, um dem Herrn Rudolph etwas zu erwidern. Ich habe das nicht als meine Meinung oder die der Koalition oder die der GRÜNEN dargestellt. Ich möchte doch, dass wir hier einmal exakt bleiben. Danke sehr. Danke, Frau Goldbach. Herr Greilich, Sie haben Gelegenheit zur Antwort.
Frau Kollegin Goldbach, auch wenn heute Weltfrauentag ist, ein solches Geeiere muss man eigentlich einem Parlament nicht zumuten. Sie haben hier ganz bewusst Zitate gebracht, die natürlich, wie man das so macht als Redner, wenn man zitiert, die die eigene Position beschreiben sollen, genauso wie Herr Kollege Bauer in eine andere Richtung ausgewählt hat. Frau Kollegin Goldbach, sagen Sie doch einmal, was die GRÜNEN wollen. Sagen Sie doch einmal, was sich denn geändert hat seit der letzten Wahlperiode, als Ihr Kollege Frömmrich sich hier hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen zwingend ein entsprechendes Informationsfreiheitsgesetz haben, und zwar so, wie es heute von den Anzuhörenden, die den Gesetzentwurf für zu kurz gesprungen hielten, gefordert wurde, aber nicht etwa in den Chor einzusteigen, Herr Kollege Frömmrich, den Sie damals genau zurückgewiesen haben. Ich habe die Zitate da. Ich kann Ihnen auch Ihre Zitate vorlesen, Herr Kollege Frömmrich, wenn Sie das unbedingt haben müssen, in denen sich dann klar ergibt, dass Sie mit dem, was Herr Kollege Bauer vorgetragen hat, jedenfalls ganz und gar nicht einverstanden sind. Danke, Herr Greilich. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielleicht darf ich zunächst einmal nur, wenn ich es richtig verstanden habe, feststellen, aber einig, Herr Kollege Greilich, sind sich ganz offensichtlich CDU, GRÜNE und FDP darin, den Gesetzentwurf der SPD heute abzulehnen. Das habe ich zumindest so verstanden. Also nur, dass wir das sozusagen mal vorneweg festhalten. So bedauerlich das ist, aber was der Abg. Beuth im Jahre 2013 hier am Rednerpult erklärt hat, ist nicht ganz so interessant wie das, was am Ende jetzt der Innenminister für die Hessische Landesregierung hier zu erklären hatte. Der hessische Innenminister, der erklärt auf Basis der Zusammenarbeit, die die beiden Koalitionsparteien hier haben, hierzu Folgendes, meine Damen und Herren. Wir wollen regieren, fair und transparent. Und dazu gehört ein Informationsfreiheitsgesetz. Ich will Ihnen die Passage gerne vorlesen, wobei ich dazu sagen muss, Herr Kollege Greilich, ich kann mich nicht daran erinnern, als ich mit dem Kollegen Klose und dem Kollegen Wagner zusammengesessen habe und als wir das aufgeschrieben haben, dass wir sozusagen dort das Wahlprogramm der FDP daneben liegen hatten, um es abzuschreiben. Ich glaube, da sind wir ganz alleine drauf gekommen, was hier sozusagen aufzuschreiben war. Und was wir aufgeschrieben haben, will ich Ihnen kurz hier vortragen. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag aufgenommen, dass wir wollen Verwaltungshandeln offen und transparent gestalten. Deshalb werden wir die Erfahrungen anderer Länder und des Bundes mit dem jeweiligen Informationsfreiheitsgesetzen auswerten und zur Grundlage einer eigenen Regelung machen. Meine Damen und Herren, damit ist alles gesagt. Das werden wir so tun. Meine Damen und Herren, wenn man ein Gesetz macht, soweit darf ich Herrn Kollegen Greilich noch einmal zitieren, wenn man ein Gesetz macht, dann muss man es richtig machen. Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD ist nicht richtig gemacht. Deswegen wird der Hessische Landtag vermutlich diesen Gesetzentwurf gleich richtigerweise ablehnen. Die Hessische Landesregierung schließt sich dieser Ablehnung an. Das hat mit Überheblichkeit nichts zu tun. Aber, Herr Kollege Rudolph, Sie haben sich hier eben ans Rednerpult gestellt und große Erklärungen abgegeben. Sie haben gerade eben erklärt, wenn Sie dieses Thema ernst nehmen, dann müssen Sie und wie auch immer, was wir dann alles zu tun haben. Ich will Ihnen einmal sagen, wenn man dieses Thema ernst nimmt, wenn man das Thema Informationsfreiheit wirklich ernst nehmen möchte, Herr Kollege Rudolph, dann macht man es nicht so, wie die Sozialdemokraten gemacht haben. Die haben nämlich einen Gesetzentwurf aus dem März 2013 erneut vorgelegt und haben ignoriert, dass wir mittlerweile in 11 Ländern entsprechende Gesetze haben. Sie haben nicht die Erfahrungen mit aufgenommen, die dort gemacht werden. Wir werden das tun, weil wir das Thema ernst nehmen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Wir haben in den schriftlichen Stellungnahmen und in der mündlichen Anhörung, das ist hier schon dargestellt worden, von etlichen Organisationen, die dem Thema Transparenz und Informationsfreiheit sehr wohlgesonnen gegenüberstehen, wie z.B. die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit, wie Transparency International, wie der Verein Mehr Demokratie e.V.
und alle die waren bei diesem Gesetzentwurf der Auffassung, dass es nicht der richtige Weg ist, meine Damen und Herren. Und das, würde ich sagen, ist zumindest schon einmal ein starkes Argument, warum diese Gesetzentwürfe abzulehnen sind. Und eine letzte Bemerkung will ich dann schon noch machen zum Thema kommunale Spitzenverbände. Also für diejenigen, die sich hier im Hessischen Landtag wie die Sozialdemokraten an allen Stellen herstellen und erklären, was wir alles mit Kommunen machen dürfen und was wir nicht machen dürfen, und sich jedes Mal sozusagen bis ins letzte Detail, allerdings immer nur dann, wenn es Ihnen passt, auf die kommunalen Spitzenverbände berufen, also dass Sie sozusagen sich hier darüber hinwegsetzen wollen, dass alle drei kommunalen Spitzenverbände sich eindeutig erklärt haben und ihren Gesetzentwurf nicht haben wollen. Ich finde, das ist zumindest auch einer Bemerkung wert. Wir schließen uns diesen Stellungnahmen gerne an. Die Hessische Landesregierung begrüßt, wenn der Hessische Landtag nunmehr dieses Gesetz entsprechend ablehnt. Vielen Dank. Danke, Herr Minister. Soweit sind wir aber noch nicht. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Rudolph das Wort. Herr Präsident, ja, Herr Minister, das war ministerielle Arroganz, wie sie Ihnen durchaus nicht unfremd ist, sich hier hinzustellen und zu sagen, der Gesetzentwurf sei mal gerade gar nichts. Ja, die Anhörung war in der Tat spannend, weil die Organisationen, die Sie genannt haben, denen ging der Gesetzentwurf überhaupt nicht weit genug. Das ist etwas anderes, als zu sagen, wir brauchen ihn nicht. Deswegen war das ja aus unserer Sicht ein Kompromiss, der tragfähig ist. Und wenn, ich könnte Ihnen jetzt den Bund der Steuerzahler zitieren. Die sagen, ein Transparenzgesetz in Hessen sei dringend notwendig. Tun Sie doch nicht so, als wenn kein Handlungsbedarf da ist. Er ist dringend notwendiger denn je. Und es geht auch bei dem Thema um Glaubwürdigkeit. Sie haben doch im Jahre 2009, Herr Innenminister, damals als CDU-innenpolitischer Sprecher von einem rot-rot-grünen Monster gesprochen. So, was hat sich denn jetzt geändert? Und da machen Sie, der Kollege Greilich hat doch völlig recht. Sie schieben es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und wollen sich da hier noch für feiern lassen. Warum sind Sie nicht in der Lage, nach zwei Jahren Koalition einen Gesetzentwurf vorzulegen, der dringend notwendig ist? Weil bis wir das umsetzen, vergeht ja auch noch einmal eine Zeit. Sie wollen es nicht, aus ideologischen Gründen. Und wir können das auch benennen. Ja, wir haben einen Dissens an der Stelle mit den kommunalen Spitzenverbänden. Den haben wir auch ausgetragen, als wir das im Vorfeld mit Ihnen diskutiert haben. Das thematisieren wir doch auch. Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Sie machen alles das, was die kommunale Ebene will. Da würden Sie sich ja freuen, wenn es so wäre, Herr verehrter Innenminister. Nein, das Thema Bürgerrechte findet bei der CDU nicht statt, schon seit vielen Jahren. Das ist kein neuer Tatbestand. Ja, so ist es. Aber die Grünen, ich könnte Windenergie nennen, vor Ort wird etwas ganz anderes postuliert von der CDU und die GRÜNEN lassen sich jetzt an der Stelle gefallen. Das Gleiche beim Thema Transparenz, Informationszugang. Richtig ist es, der Herr Wintermeyer schreibt Briefe, die Ihr Ansehen konterkarieren, und Sie halten brav den Mund dazu. Das sind mir richtig grüne, mutige Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Das sind mir die richtigen Helden an der Stelle. Nein, Herr Innenminister, Fazit der Debatte, Herr Kollege Wagner, Sie wollten 18 bei den Kommunalwahlen holen. Sie haben über 35 verloren. Vielleicht machen wir beide einmal Prozentrechnung. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, halten wir nach der Debatte heute fest. Halten wir im Schwalm-Eder-Kreis haben Sie am allermeisten verloren als GRÜNEN. Das nehme ich mit Freude zur Kenntnis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD wird den Regierungsauftrag im Schwalm-Eder-Kreis umsetzen. Da freue ich mich. Die GRÜNEN werden dabei keine Rolle spielen. Meine Damen und Herren, bleibt festzuhalten nach der Debatte. Sie kommen mir gerade richtig an der Stelle, Herr Wagner. In Prozentrechnung war ich immer relativ gut. Das hat sich auch nach dem 6. März nicht geändert. Meine Damen und Herren, was bleibt nach der Debatte? CDU lehnt das ab, konsequent falsch. GRÜNE hatten früher eine andere Meinung zu dem Thema Bürgerrechte. Informationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger haben sich von der CDU einlullen lassen. Auch das ist stringent falsch. Machen Sie nur weiter so. Unsere Position wird sich am Schluss irgendwann durchsetzen. Danke, Herr Rudolph. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Zur Erinnerung, wir stimmen jetzt in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein hessisches Transparenzgesetz ab. Wer dem Gesetz die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen.
Das sind die Fraktionen SPD und DIE LINKE. Wer lehnt den Gesetzentwurf ab? Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der FDP. Damit hat dieser Gesetzentwurf keine Mehrheit gefunden.